So, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Videoreihe. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr in WinOLS die Diagnoselimits in einer EDC-15P aus dem VAG-Konzern erweitert. Heute ändere ich das Limit für die Kraftstoffmenge, das Drehmoment und den Ladedruck, damit ihr bei Leistungen über 300 PS und bis zu 600 Newtonmeter sauber eure Messwerte mit eurem Diagnosetool abgreifen könnt. So, im nächsten Step ist es notwendig, bevor es an die Bearbeitung bzw. Änderung der Werte geht, in der Kennfeldliste alle Message-Numbern, Normierwerte, Faktoren und Offsets für Kraftstoffmenge, Drehmoment und Ladedruck anzulegen. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Jetzt geht es los in WinOLS, die Kennfelder anzulegen. Ich fange an mit der Kraftstoffmenge, habe dafür den Datenstand von den letzten Videos geladen. Das ist ein ASZ-Datenstand, ein relativ alter. Anzeige ist in 8-Bit. Ich öffne die Suchfunktion. Und gebe ein die Message Number 39, der Normierwert ist 70 und lege die Kennfelder an. Über die Kennfeldselektion K erstelle ich hier das Kennfeld, gebe hier ein Anzeigenummer für IQ. 1 von 10, weil es 10 Stück gibt. Das Byte daneben ist der Normierwert. Für IQ der erste von 10. Beträgt 70 und das Ganze mache ich jetzt 10 Mal. Jetzt suche ich die Steigung. Steigung beträgt 364 in 16-Bit, also 16-Bit-Ansicht umschalten und in der Suchfunktion 364 eingeben. Offset ist 0. Offset ist der nächste 16-Bit-Wert daneben, gebe ich auch gleich ein. Und hier ist das Ergebnis in dem passenden Codeblock. Erstelle das Scanfeld und nenne das Steigung. IQ gibt nur diese eine. So, damit wird die Kraftstoffseite abgehandelt. Jetzt geht es weiter mit Ladedruck. Dafür wieder in die 8-Bit-Ansicht wechseln, Suchfunktion öffnen und Ladedruck hat die Message Number 18. Und den Normierwert von 255. Erstelle das Kennfeld, nenne das Ganze Anzeige Nummer Boost. Eins von zwei, zwei davon gibt's. Und das Byte daneben ist der Normierwert. Normierwert Boost 1 von 2.
Und hier ist der zweite. Dafür kopiere ich die Kernfeldeigenschaften, die ich hier bereits angelegt habe. Und beim Normierwert das gleiche. Ich kopiere die Kernfeldeigenschaften. Und erzeuge hier das zweite Kernfeld. Jetzt geht es weiter mit der Steigung. Wechsel auf in den 16-Bit-Modus. Suchfenster ist offen und gebe ein 00980. 980 ist die Steigung. Der nächste Wert wäre der Offset. Da weiß ich, der ist 0. Und mir die Suche einfach genauer zu gestalten, gebe ich und erhalte hier mein Ergebnis. Das ist die Steigung. Steigung, Boost. Jetzt geht es weiter mit Drehmoment. Drehmoment hat die Anzeigenummer 52. Und einen Normierwert von 100. Und ist genau einmal vorhanden. Direkt daneben befindet sich die Steigung. Direkt daneben befindet sich der Normierwert. Jetzt geht's an die Und jetzt geht's an die Steigung, also in 16-Bit-Modus wechseln. Und in der Suchleiste 502 eingeben. Das ist meine Steigung mit einem Offset. Diesmal haben wir einen von 50. Und diesmal gibt es hier zwei Steigungen. Und 50 war mein Offset. Der Normierwert muss noch angepasst werden. Die Steigung muss hier noch angepasst werden, weil die Steigung nicht 500 beträgt oder 502, sondern 50. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ist hier ein Offset-Wert bzw. Faktor eingetragen. Drei Nachkommastellen reichen. Die Steigung beträgt 0,49. Damit wären alle notwendigen Kennfelder zusammen. Und jetzt kann es mit den Anpassen der Werte losgehen. So, nachdem jetzt alle wichtigen Daten in der Kennfeldliste gespeichert sind, kann es nun mit der Bearbeitung der Kennfelder losgehen. Zur besseren Veranschaulichung habe ich das Ganze jetzt in Excel aufgezogen, wie und wo welche Werte
für die Diagnose Limits geändert werden müssen. Ich habe eine Tabelle erstellt. Hier geht es um den Kraftstoff, hier ums Drehmoment und hier den Ladedruck. Oben jeweils beschrieben, welche Message Numbern bzw. Formeln, Anzeigenummern verwendet werden. Beim Kraftstoff ist es die Nummer 39. Die ist hier aufgeführt. Dann ist hier einmal der Faktor. Das ist die Spalte, ist jeweils serienmäßig. Die Spalte, die geändert wurde in den jeweiligen Wert, hier 100 Milligramm von 70 auf 100. Offset-Zeile, internen Werte, externen Werte, die Faktoren und die Normierungswerte. Ihr könnt jetzt einfach hergehen und selber hier mit den Formeln ein bisschen rumspielen. Theoretisch ist hier jeder Wert in jede Formel einsetzbar, beziehungsweise jeder Wert in die passende Formel einsetzbar und damit lassen sich die Ergebnisse überprüfen. Stimmt mein A, stimmt mein B, stimmt der externe Wert mit dem Faktor überein, wenn ich den internen Wert ausgewählt habe und so weiter und so fort. Rot markiert sind jetzt hier genau die Werte, die im WinOLS auch geändert gehören. Zusätzlich seht ihr in der Boost Map ist serienmäßig die Message Number Nummer 18 ausgewählt. Die Message Number Nummer 18 führt aber zu, führt einen nicht weiter, wenn man sagt, man möchte den Messwertbereich auf 3 bar erhöhen. Denn 0,04 mal den Maximalwert von 255 mal B ist ja auch 255 maximal, ergibt ein Ergebnis von 2600 Millibar. Und da sind wir schon bereits am Limit mit der Formel. Deswegen muss hier geswitcht werden auf eine andere Formel. Hier bietet sich die Formel Nummer 8 an mit genau Formel mit der Message Nummer 8, die dann wie folgt aussieht. Ich dividiere 4000 Millibar mit 0,1 geteilt durch B, also 255, und erhalte damit bei 4000 Millibar meinen Normalizing Value A. Ja, so viel dazu. Ich denke, hier gibt es nicht mehr zu erklären. Jetzt liegt es an euch, diese Werte zu nehmen und in den vorher angelegten Kennfeldern im WinOLS zu ändern. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video und bis zum nächsten Mal.